Hallo Leute, der Protagonist meiner Geschichte ist ein Koch. Er war 62 Stunden lang unter Wasser gefangen. Das sind fast 3 Tage. Er wurde zur Person, die am längsten unter Wasser überlebt hat und ging so in die Marinegeschichte ein. Aber das war ihm völlig egal. Nach seinem Erlebnis begann er die See und seinen Beruf als Seemann zu hassen. Von nun an vermied er das Meer wie die Pest. Harrison O'Kane arbeitete auf einem Schleppschiff. Solche Schlepper schieben oder ziehen andere Schiffe. Sie haben leistungsstarke Motoren und befördern andere Boote oder nicht motorisierte Wasserfahrzeuge mit einem Schlepptau. Der Held unserer Geschichte war Koch auf so einem Boot. Eines Abends gingen Harrison und seine Kameraden unter Deck, um sich nach einem langen Arbeitstag etwas auszuruhen. Sie sperrten hinter sich ab, so wie sie es immer taten. Warum sie die Tür versperrten? Weil sie sich auf einem Ölfeld im Atlantischen Ozean befanden. Es lag vor der Küste Nigerias. Dort wurden Schiffe oft von Piraten überfallen. Zu ihrer eigenen Sicherheit verriegeln die Besatzungsmitglieder stets ihre Kabinen. Harrison und seine Kameraden gingen zur selben Zeit schlafen. Er musste jedoch etwas früher aufstehen, um das Frühstück vorzubereiten. Wie jeden Morgen erhob er sich aus dem Bett. Weil es in den Räumen so heiß war, trug er nur Shorts. In der Kabine gab es ein kleines Bad mit einer Toilette. Harrison ging ins Bad und schloss die Tür. In der Ozeanographie gibt es Wellen, die Monster- oder Killerwellen genannt werden. Wie der Name schon sagt, sind das gefährlich große Wellen. Obwohl kein Sturm herrscht, erscheinen sie wie aus dem Nichts an der Wasseroberfläche. Dieses Naturphänomen fürchten Seeleute sehr. Eine solche Welle brachte das Boot von Harrison und seinen Kameraden zum Sinken. Das Wasser dort war etwa 30 Meter oder 100 Fuß tief. Rasch sank das Schleppschiff nach unten. Durch den Aufprall auf dem Meeresgrund kenterte es. Das alles passierte sehr schnell. Unglücklicherweise ertranken die 11 Besatzungsmitglieder, die mit Harrison in der Kabine waren, sofort. Es gab nur einen Überlebenden, und zwar den Koch, der in dem winzigen Bad war. Die Toilette, in der Harrison war, hatte eine Metalltür. Die Tür hielt das Wasser zurück. Der Glückliche überlebte das Unglück nur, weil er wach und an einem Ort war, in dem das Wasser nicht eindringen konnte. Doch er wusste nicht, was vor sich ging. Er konnte nichts hören. Der Tumult draußen war verstummt. War das Boot gesunken? Was war mit seinen Freunden? Sollte er aus der Toilette raus oder lieber drinnen warten? Er dachte eine Weile nach. Er beschloss, die Toilette zu verlassen. Es war nicht leicht, die Metalltür zu öffnen. Er presste dagegen. Doch sie gab nicht nach. Der Druck unter Wasser war einfach zu groß. Er drückte nochmal so fest er konnte. Die Tür bewegte sich etwas. Harrison presste weiter. Die Tür öffnete sich einen Spalt weit und er zwängte sich durch. Der Anblick, der sich Harrison in der Kabine bot, war entsetzlich. All seine Freunde waren ertrunken. Er war sehr traurig, aber er konnte nichts tun. Ihm ging die Luft aus. Er musste so schnell es ging aus dem Boot. Harrison versuchte, zur Kabinentür zu schwimmen. Der Schlüssel steckte in der Tür, doch die Strömung in der Kabine drückte ihn zurück. Er hatte große Mühe. Er musste hier raus, ansonsten würde dieses Boot auch sein Grab werden. Doch er kam nicht vorwärts. Die Strömung drückte ihn an die andere Seite der Kabine. Da passierte plötzlich das erste Wunder. Das Bad war nicht vollgelaufen. Es war noch etwas Luft drin. Harrison schwamm ins Bad und tauchte an die Oberfläche. Er atmete tief ein. Wenn er noch länger unter Wasser geblieben wäre, wäre er, genau wie seine Freunde, tot. Mittlerweile war ein Rettungsschiff am Unglücksort angekommen. Taucher markierten die Stelle, an der das Boot gesunken war. Dann tauchten sie hinab. Sie sahen, dass das Boot am Grund gekentert war. Mit ihrer Ausrüstung konnten die Taucher bis zu einer bestimmten Tiefe gelangen. Sie konnten auf 30 Meter tauchen, aber nicht lange bleiben. Nach einer Weile beschlossen sie, dass es wohl keine Überlebenden gab. Außerdem gab es in diesem Gebiet Haie. Resigniert tauchten sie zurück an die Oberfläche. Da sie nicht ins Boot konnten, hatte Harrison die Taucher nicht gehört. Einen Tag lang blieb er im Bad. Er war ein tiefgläubiger Mann und betete. Er glaubte, dass Gott ihn mit Sicherheit retten würde. Doch er hatte ein Problem, das er schnell lösen musste. Er war schon sehr lange im Wasser. Weil es so tief war, war das Wasser sehr kalt. Es drohte ihm eine gefährliche Unterkühlung. Lasst mich euch kurz erklären, was eine Unterkühlung ist. Die durchschnittliche Körpertemperatur eines Erwachsenen beträgt etwa 37 Grad Celsius.
Sinkt sie unter 35 Grad, erleidet man eine Unterkühlung. Das ist ein lebensbedrohlicher Zustand. Steigt die Körpertemperatur nicht wieder an, wird man zuerst sehr verwirrt und danach ohnmächtig. Die ersten Symptome setzten ein. Harrison wusste, er konnte hier nicht bleiben. Er musste raus aus dem Boot und aus dem Wasser. Der 29-Jährige tauchte erneut unter. Nebenan war die Kapitänskajüte. Das Bad hatte eine Tür, die in dieses Zimmer führte. Er schwamm zur Tür. Er schaffte es hinein. Viel länger konnte er die Luft nicht anhalten. Er tauchte an die Oberfläche. Da geschah das zweite Wunder. Auch in der Kapitänskajüte hatte sich ein kleiner Luftraum gebildet. So blieb er ein zweites Mal am Leben. Nach diesen zwei Wundern folgte nun ein drittes Wunder, das Harrison das Leben rettete. Dieses Mal entdeckte unser Held eine Matratze in seiner Nähe. Sie trieb unter ihm vor sich hin. Er zog sie hoch und legte sich drauf. So schaffte er es aus dem Wasser. Das rettete ihn vor einer gefährlichen Unterkühlung. Er war nun seit fast 2 Tagen unter Wasser. Er war sehr hungrig, denn er hatte nichts gegessen. Und schlimmer, auch nichts getrunken. Ein Mensch überlebt etwa 3 Wochen ohne Nahrung. Aber wir überleben höchstens 3-4 Tage ohne Wasser. Ihr wisst ja, 60% unseres Körpers besteht aus Wasser. Es ist für uns überlebenswichtig. Aber keine Sorge. Der junge Koch hatte wiederum großes Glück. Von der Matratze aus sah Harrison eine Schwimmweste auf der Oberfläche treiben. Er streifte sie über. An der Weste waren kleine Lampen angebracht. Er schaltete sie ein. Der Raum erhellte sich. Er entdeckte etwas, das er zuvor nicht gesehen hatte. Genau neben ihm trieb eine Cola-Dose. Er war so erleichtert. Er schnappte die Dose und trank die Hälfte. So konnte er seinen Durst stillen. Aber er trank nicht alles. Wer weiß, wie lange er hier ausharren müsste. Ab und zu nahm er einen kleinen Schluck. Beinahe 60 Stunden waren vergangen. Die Batterien der Lampen waren leer. Im Dunkeln lauschte er den Geräuschen. Alles, was er hören konnte, waren die Leichen, die gegen etwas stießen, oder die Haie, die an ihnen nagten. Harrison verlor langsam die Hoffnung. Er begann erneut zu beten. Er ahnte nicht, dass in diesem Moment seine Rettung gerade mal 30 Meter entfernt war. Die Firma, der das Boot gehörte, hatte Tauchspezialisten angeheuert, um die Leichen der Seemänner zu bergen. Die Männer waren am Unglücksort angekommen und bereit zu tauchen. 6 Taucher sprangen ins Wasser. Unter Wasser bauten sie einen kleinen Aufzug. Damit würden sie die Leichen hinaufbefördern. Sie hatten ein drahtloses Videoübertragungssystem. Damit kommunizierten sie miteinander und mit dem Team auf dem Boot. Jemand auf dem Boot verfolgte alles auf Bildschirm. Die Taucher waren am Wrack angekommen und machten sich an die Arbeit. Nach 1 Stunde Anstrengung gelangten sie ins Innere des Bootes. Sie zogen die ersten 4 Leichen im Aufzug hoch. In der Zwischenzeit hörte Harrison etwas. Das waren andere Geräusche als zuvor. Er dachte, dass es das Rettungsteam sein könnte. Aber er war nicht sicher. Genau dann bemerkte er einen Schatten, der sich im Wasser bewegte. Er fürchtete, es könnte ein Hai sein. Aber es war ein Taucher. Er packte ihn am Arm. Vor Schreck zog der Taucher seinen Arm zurück. Er schwenkte die Kamera in Harrisons Richtung. Der Mitarbeiter auf dem Boot oben sah Harrison auf dem Bildschirm. Aufgeregt schrie er. Er lebt! Wir haben einen Überlebenden! Der Taucher schwamm an die Oberfläche. In dem kleinen Luftraum sah er einen Mann. Er freute sich sehr, ihn zu sehen. Die Taucher wollten den einzigen Überlebenden so schnell wie möglich hochbringen. Doch es gab ein großes Problem. Harrison könnte die Taucherkrankheit bekommen. Was genau das ist? Sie tritt ein, wenn sich eine Person zu schnell von einem Ort mit hohem Druck an einen Ort mit niedrigem Druck bewegt. Das kann sehr gefährlich sein. Um ihn zu schützen, holten die Taucher eine Spezialausrüstung vom Rettungsschiff. Sie setzten Harrison einen speziellen Helm auf und zogen ihn an die Oberfläche. Nach 62 Stunden sah Harrison wieder Tageslicht. Er weinte zuerst vor Freude und dann vor Trauer um seine 11 Freunde. Die Familie des Kochs lebte in einem kleinen Dorf in Nigeria. Dort brachten sie ihn sofort hin. Seine Frau hatte gedacht, er wäre tot und fiel in Ohnmacht, als sie ihn sah. Dieses Dorf war für seine Frömmigkeit bekannt. Nach einer Weile besuchte der örtliche Priester Harrison. Er sagte, ich werde dich etwas fragen, bitte sei ganz ehrlich. 11 Menschen sind gestorben. 3 Tage hast du in einem versunkenen Boot überlebt. Die Dorfbewohner sagen, das sei nur mit schwarzer Magie möglich. Ich vertraue dir, aber ich muss dich fragen, hast du wirklich schwarze Magie benutzt? Harrison kannte die Gerüchte.
Er konnte nicht mal zum Begräbnis seiner Freunde. Als einziger Überlebender hatte er Angst vor der Reaktion ihrer Familien. Mit ruhiger Stimme antwortete er dem Priester: Ich bin ein einfacher Koch. Ich habe von Magie keine Ahnung. Unter Wasser habe ich ununterbrochen gebetet. Ich dachte an meine Familie. Ich betete, dass ich sie wiedersehen würde. Und Gott hat mich erhört. Harrison fand danach Arbeit in einem Restaurant fernab der See und lebte ein einfaches Leben als Koch. Hallo Leute, ich heiße Emily. Ich bin 16. Meine Schwester Maya ist 3 Jahre älter. Früher verstanden wir uns super. Heute reden wir nur noch, wenn es sein muss. Ich erzähle euch mal, was passiert ist. Als junger Mann verdiente mein Vater an der Börse eine Menge Geld. Meine Schwester und ich wuchsen in einer Villa auf. Am liebsten spielten wir Verstecken, weil es in unserem riesigen Haus so viele Zimmer gab. Wir hatten 4 Kindermädchen aus 4 verschiedenen Ländern, damit wir die Sprachen lernten. Manchmal sagte Mama beim Aufwachen: Kommt, wir gehen shoppen. Dann würden wir nach London fliegen und bis zum Umfallen shoppen. Wir hatten ein Leben wie aus dem Märchenbuch. Doch letztes Jahr änderte sich das alles. Meinem Vater gehörte ein Unternehmen, das Einkaufszentren baute. Als eine Krise den Immobilienmarkt erschütterte, konnte er die Kredite, die er von den Banken bekommen hatte, nicht zurückzahlen. Die Banken konfiszierten sein Unternehmen und seine persönlichen Wertanlagen. Sie kamen zu uns nach Hause und nahmen all unsere Möbel, den Schmuck meiner Mutter und unsere Luxusautos mit. Irgendwann schmissen sie uns aus dem Haus. Und so endete unser Märchen. Wir zogen in eine kleine Wohnung. Mein Vater rief uns am ersten Abend zu sich. Wir haben alles verloren. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Macht euch keine Sorgen, das habe ich schon einmal geschafft. Und damals war ich allein. Jetzt schaffen wir das gemeinsam. Meine Mutter und ich waren gerührt. Wir umarmten meinen Vater und weinten. Meine Schwester jedoch nicht. Sie sagte: Ich kann so nicht leben. Du hast uns in diesen Schlamassel gebracht. Und ich hasse dich dafür. Mein Vater war schockiert. Zuerst fehlten ihm die Worte. Aber dann sagte er traurig: Du hast recht. Es ist alles meine Schuld. Gib mir bitte etwas Zeit. Ich mach's wieder gut. Er hatte noch ein wenig Geld übrig. Damit wollte er ein neues Unternehmen gründen. Er recherchierte tagelang und beschloss, eine Waschanlage zu eröffnen. Meine Mutter und ich wollten auch etwas dazu verdienen. Sie begann, Klavierunterricht zu geben. Ich erledigte einige Übersetzungsaufträge auf einer Freelance-Webseite. Ich wünschte, Maya hätte mitgemacht. Gerade jetzt musste unsere Familie zusammenhalten. Aber sie konnte nicht hinnehmen, dass die guten Zeiten vorbei waren. Sie hatte gerade erst mit der Uni begonnen. Mit dem Bus konnte sie direkt von unserem Haus bis zum Campus fahren. Aber sie beschwerte sich die ganze Zeit. Eines Abends sagte sie: Papa, ich halte nicht mehr aus. Ich brauche unbedingt ein Auto. Im Bus saß heute Morgen ein Obdachloser neben mir. Ich musste aussteigen und zu Fuß laufen, weil der Gestank unerträglich war. Mein Vater sagte sanft: Maya, nimm mein Auto, wenn du willst. Ich fahre mit dem Bus. Im Moment können wir uns kein neues Auto leisten. Darauf sagte sie: Papa, das Ding, das du fährst, nennst du ein Auto? Selbst der Obdachlose würde diese Schrottkiste nicht fahren. Und sie lachte ihn aus. Papa war meiner Schwester nicht böse. Er fühlte sich schuldig. Na gut, du hast recht. In diesem Fall wird dein Geburtstagsgeschenk ein Auto sein. Maya war überglücklich. Ach Papa, du bist der Beste. Und sie umarmte ihn. Papa hatte gerade die Waschanlage eröffnet. Wir wussten, dass er jeden einzelnen Cent dort hineingesteckt hatte. Wie wollte er also ein Auto kaufen? Ich verstand nicht, wie meine Schwester so selbstsüchtig sein konnte. Sie hat am 16. April Geburtstag. Jeden Tag fragte sie ihn, welches Auto er denn für sie kaufen würde. Er wich der Frage aus und sagte: Es ist eine Überraschung. Dann war es soweit. Meine Mutter stand früh auf, um Frühstück vorzubereiten. Überall im Haus legte sie kleine Kärtchen aus, auf denen alles Gute zum Geburtstag stand. Aber Maya war all das völlig egal. Die erste Frage, die sie Mama stellte, war: Was für ein Auto hat Papa mir gekauft? Ich dachte, Papa wäre zur Arbeit gefahren. In Wirklichkeit hatte er Mayas Auto abgeholt. Er kam herein, als wir am Frühstück saßen. Maya sprang auf und sagte: Wo ist mein Auto? Er reichte ihr eine kleine Schachtel und lächelte. Sie wusste, dass darin die Schlüssel waren. Sie wollte unbedingt wissen, welches Auto sie bekommen hatte. Sie riss das Geschenkpapier auf. Sie war glücklich, als sie das Kia-Logo auf dem Schlüssel sah. Ist es ein SUV? Die Marke ist nicht meine erste Wahl, aber trotzdem danke, sagte sie. Dann rannte sie nach draußen. Und wir gingen ihr nach.
Sobald sie das Auto sah, fing Maya an zu heulen. Papa hatte ihr keinen SUV geschenkt, sondern das kleinste Modell, das es gab. Ich fand das Auto echt süß, aber meine Schwester war da anderer Meinung. Sie drehte sich zu ihm. So etwas habe ich nicht verdient. Was ist das, ein Spielzeugauto? Mein Vater war aufgebracht. Mehr kann ich mir nicht leisten. Fahr eine Weile damit. Du kriegst ein neues, sobald wir uns es leisten können. Aber Maya hörte gar nicht zu. Wutend brannt, brüllte sie meinen Vater an. Papa, heute ist mein Geburtstag. Hörst du? Mein Geburtstag. Wenigstens an einem Tag im Jahr wollte ich glücklich sein. Nicht mal das schaffst du. Wie kannst du dich einen Vater nennen? Diese Bezeichnung hast du nicht verdient. Dann warf sie ihm die Schlüssel vor die Füße und stürmte ins Haus. Ich hatte Papa noch nie so aufgebracht gesehen. Er fiel auf die Knie und hielt sich den Kopf. Meine Mutter ging zu ihm und umarmte ihn. So verharrten sie eine Weile. Dann stand mein Vater plötzlich auf. Er hob die Schlüssel wieder auf. Er stieg ins Auto und fuhr ohne ein weiteres Wort davon. Meine Schwester blieb bis zum Abend auf ihrem Zimmer. Meine Mutter und ich bereiteten das Abendessen vor. Mit geschwollenen Augen kam Maya in die Küche. Sie sah überrascht aus. Sie sagte, Papa hätte sie angerufen. Sie solle hinauskommen. Er hätte eine Überraschung. Wir gingen hinaus und trauten unseren Augen nicht. Mein Vater stand neben einem brandneuen Porsche SUV. Maya schrie vor Freude und schlang ihre Arme um ihn. Dann rannte sie zum Auto und stieg ein. Meine Mutter und ich waren völlig verwirrt. Ja, damals wäre das ein normales Geburtstagsgeschenk gewesen. Aber jetzt war es doch unmöglich, dass sich Papa so einen teuren SUV leisten konnte. Die ganze Wahrheit erfuhren wir erst ein paar Wochen später. Meine Schwester liebte ihr neues Auto. Sie chauffierte uns durch die Gegend, nur um damit fahren zu können. Sie fuhr mich zur Schule und meine Mutter zu ihren Schülern. Eines Tages holte sie mich von der Schule ab. Sie sagte, sollen wir bei Papa im Büro vorbeischauen und das Auto waschen lassen? Ich hab's noch nie sauber gemacht. Ich sagte kein Wort, weil ich immer noch wütend auf sie war. Ich nickte bloß. Als wir ankamen, nahm mein Mann das Auto entgegen und fuhr es in die Waschanlage. Maya sagte, lass uns Cupcakes holen. Papa liebt sie. Nebenan befand sich eine Bäckerei. Wir kauften einige. Dann gingen wir wieder zurück. Wir sahen in Papas Büro, aber er war nicht da. Wir kannten den Typ an der Kasse. Alex, wo ist Papa? Fragten wir. Er deutete nach draußen. Wir sahen nach draußen und rissen die Augen auf. Mein Vater wusch Mayas SUV und trug dabei auch noch einen blauen Arbeitsanzug und gelbe Gummistiefel. Er trug die gleichen Sachen wie die anderen Arbeiter. Ich fragte Alex, warum wäscht Papa die Autos? Ihr wisst es nicht, antwortete er. Als wir Nein sagten, meinte er bloß, euer Papa hat die Anlage vor ein paar Wochen verkauft. Sie gehört ihm nicht mehr. Jetzt ist er hier angestellt. Wir waren alle überrascht, aber er sagte, er bräuchte das Geld so schnell wie nur möglich. Wirklich schade. Das Geschäft lief nämlich wirklich gut. Mein Vater hatte die Waschanlage verkauft, um meiner Schwester das Auto zu kaufen. Sonst hätte er es sich niemals leisten können. Es war echt komisch. Er wusch den Porsche, für den er sein Unternehmen verkaufen musste. Meine Schwester und ich waren völlig entsetzt. Maya fühlte sich furchtbar, aber natürlich konnte sie die Zeit nicht mehr zurückdrehen. In dieser Nacht entschuldigte sie sich immer wieder. Mein Vater sagte, ich bin für unsere Situation verantwortlich. Ich hätte euch nicht in diese Lage bringen dürfen. Du verdienst diesen SUV. Zum Glück sah Maya ihren Fehler aber ein. Nein, Papa, ich bin eine verwöhnte Göre. Ich verdiene das alles gar nicht. Ich wünschte, das hätte ich früher erkannt. Selbst wenn du mir vergibst, werde ich mir selbst nie verzeihen können. Danach rührte sie den SUV nie wieder an. Sie fing als Tellerwäscher im Restaurant an. Sie arbeitet nach ihren Vorlesungen bis spät in die Nacht. Sie verdient nicht viel, aber jeden Cent, den sie verdient, bringt sie nach Hause. Mein Vater weigerte sich, den SUV zu verkaufen, obwohl meine Mutter darauf bestand. Wir haben vor unserer Wohnung einen brandneuen Porsche SUV stehen. Bei diesem Anblick fühlt sich meine Schwester sicher jedes Mal schuldig. Wer weiß, vielleicht verkauft Papa ihn deshalb nicht.